willst, noch zwei Tage zum Kampf. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich fit. Wir haben uns gut vorbereitet. Der Kampf kann kommen. Du hast dich in den slowenischen Bergen vorbereitet, mal wieder. Wieso ist das so ein beliebtes Reiseziel für dich und dein Team, wenn es um Sachen Vorbereiten für einen Kampf geht? Ja, das ist ein schönes Fleckchen dort. Da gibt es halt noch naturbelassene Natur sozusagen. Ganz wenig Menschen, alles noch natürlich. Wir haben unsere Ruhe dort, gute Luft. Das Trainingscamp ist super, wir haben alle Voraussetzungen, die man braucht und deswegen gehen wir da eben hin. Du hast im Iglo geschlafen, habe ich gelesen. Wie war die Nacht drin? Was ist das für ein Gefühl da drin, in so einem Iglo zu schlafen? Gut, es war zum Glück am Wochenende. Es war aber sehr, 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 sehr kalt. Man zieht halt einfach die ganze Zeit, man hält seinen Körper halt schön warm, versucht es irgendwie. Wir haben uns ein bisschen eingedeckt, aber es war sehr, sehr hart. Das will man nicht unbedingt nochmal machen. Jetzt weiß ich, wie es anderen Leuten geht, die draußen schlafen müssen, aber es war echt extrem. Und ich denke, jetzt bin ich abgehärtet. Aber die Erfahrung war es wert, richtig? Ja, das muss man mal gemacht haben. Ja. Ich habe auch gelesen im Sparring, zwei deiner Partner haben sich im Sparring verletzt, mussten ins Krankenhaus, wie geht's denen? Haben sie sind wieder besser? Davon weiß ich nichts, aber ich denke, meinen Sparringspartnern geht's alle gut, wir haben ein gutes Verhältnis. So, okay. Selbst wenn was im Sparring passieren würde, dann spricht man ja darüber und... Alles klar. Ja. Die Frage, Rino Lindberg hatte gesagt, zu deinen Gegnern, die du bis jetzt hattest, Mickey Mouse Gegner, was ist deine Ansicht dazu? Jeder hat seine eigene Ansicht, wie gut jemand ist, stimmt, gegen welche Boxer, aber er soll reden, was er mag. Ich kann ja auch über so mal seine Statistik anschauen, aber das lässt mich kalt. Er hat auch behauptet, dass er im Training alles auf den K.O. gesetzt hat, also das Training auch so konstruiert hat. Wie würdest du seine Schlagkraft einschätzen? Könnte das da gefährlich werden? Da kann ich noch gar nichts dazu sagen, weil ich weiß noch nie die Schlagkraft. Das muss man erst mal gegen ihn geboxt haben. Da können wir uns nach dem Kampf drüber halten. Alles klar, dann fahre ich nochmal nach dem Kampf drüber. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, bitte.